Ich glaube, wir können jetzt gleich anfangen. Oder kommen noch, gleich hier. Es kennt jemand einen, der noch kommt, sogar einer. Sonst fangen wir an. Okay. Bevor wir anfangen, möchte ich nur ein paar Worte zur Person Dr. Benno Fischel sagen. Die meisten von Ihnen haben ihn schon kennengelernt, entweder beim Deutschclub oder irgendwo. Aber hier sind ein paar interessante Informationen. Dr. Fischer lebt seit 1974 in Berlin und er nennt sich ein Altbundesrepublikaner. Er kann das selbst erklären, ich verstehe das, was er damit meint, aber das ist eine interessante Bezeichnung. Und sein Studium war im Bereich Soziologie, Politologie und Geschichte. Er hat in Berlin studiert, aber auch anderswo, oder? Ja, auch in Hamburg und in Bayern. Gut. Und er hält regelmäßig Vorträge und Seminare und er schreibt zu diesen Themen deutsche und berlinerische Geschichte, Demokratietheorie, Wertediskussion und er ist Dozent bei der politischen Erwachsenenbildung. Und er wird bestimmt noch diese Informationen ergänzen und erklären, aber wir freuen uns sehr auf seinen Vortrag. Bitte, Herr Fischer. John, ganz herzlichen Dank. Ja. Ja, ich freue mich, wieder hier in Stillwater sein zu können und zu dürfen und erneut ein klein wenig über deutsche Zustände, über die man manchmal seine Zustände bekommen kann, zu berichten. Und ich habe mir das so gedacht, dass ich in 6 verschiedenen Kapiteln das machen möchte. Wir können uns selbstverständlich gerne hier in der Runde jederzeit darauf verständigen, dass wir uns einem Thema etwas stärker oder 2 Themen uns etwas intensiver annähern werden und darüber diskutieren. Und außerdem sei auch gesagt, mich persönlich stört es überhaupt nicht, wenn Sie zwischendurch Fragen haben. Wenn Sie meinen, es sollte etwas geklärt, abgeklärt werden, herzlich gerne, habe ich gar kein Problem mit. Wir werden sehen, wie weit wir damit kommen werden dann. Ja? Also insofern das zur Vorgehensweise. Und in der Hinsicht will ich gleich mal einsteigen, also über die deutschen Zustände. Ich habe diese 6 Punkte wie folgt gegliedert. Punkt 1, Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. Also was, so meine ich, hat uns in diesem Jahr besonders beschäftigt oder was sollte uns vielleicht auch nachdenklich stimmen? Dann habe ich den besonderen Punkt deutsche Einheit herausgenommen. Als nächstes das Thema Einwanderungsland, Bundesrepublik Deutschland. Ich habe es ganz bewusst getrennt von der Thematik Flüchtlinge in Deutschland. Dazu werde ich nachher und Asylpolitik nachher noch etwas sagen. Dann ein Thema, das uns ja nun auch seit geraumer Zeit beschäftigt und in Deutschland im nächsten Jahr noch mehr beschäftigen wird, womit Sie ganz aktuell zu tun haben, nämlich mit Wahlen und mit der Entwicklung bei uns vor allem in der Parteienlandschaft. Und das letzte Stichwort in meiner Gliederung soll heißen Europa. Denn alles das, was zuvor hier, denke ich, thematisch von mir andeutungsweise zumindest angesprochen wird, das hat natürlich Auswirkungen auf die europäische Entwicklung, auf die europäische Integration oder auch umgekehrt. Das, was in Europa sich tut, wirkt nach Deutschland hinein. Also das sind mal die 5 Themen, mit denen ich mich in aller gebotenen Kürze etwas intensiver beschäftigen möchte, sodass Sie schon mal einen kleinen Überblick haben über die Thematik. Und beginnen also will ich mit der Erinnerungskultur. Und da habe ich jetzt einfach mal, wie ich finde, ein paar markante Daten herausgenommen,
Es bieten sich ja immer so Jahreszahlen an, um über das eine oder andere nachzudenken, so einen Moment mal der Nachdenklichkeit zu fixieren. Und insofern habe ich beginnend von vor 75 Jahren bis ins Jahr 1991 hinein einige Ereignisse hier zu Papier gebracht, auf die Folie gebracht, von denen ich meine, es wäre wert, darüber noch mal ganz kurz zumindest nachzudenken. Denn das hat Auswirkungen auf ganz gewisse Einstellungen in Deutschland, auf Erinnerungen, auf auch eine gewisse Politik, wie sie betrieben wird. Beispielsweise beginnend möchte ich damit, dass 1941, also vor 75 Jahren, der Überfall auf die Sowjetunion war. Es gab vor kurzem eine kleine, wie ich fand, sehr gelungene Ausstellung des Deutsch-Russischen Museums in Berlin, auf dem Potsdamer Platz in Berlin. Und in dieser Ausstellung wurde daran erinnert, an diesen Überfall auf die Sowjetunion und was das bedeutet hat. Und ich behaupte mal und denke, es ist nicht unzutreffend, dass dieser Teil der Geschichte für viele Deutsche gar nicht so im Bewusstsein mehr ist. Denn der Überfall auf die Sowjetunion hat bedeutet, dass nach der Vernichtung der europäischen Juden die Sowjetbürger die zweitgrößte Gruppe waren an Opfern, die in diesem Krieg zu verzeichnen waren. Und das muss man verstehen, wenn man die Frage der deutschen Einheit und wenn man das Verhältnis zwischen dem heutigen Russland und im heutigen Deutschland verstehen will, warum an der einen oder anderen Stelle die Diskussionen sich als für Außenstehende manchmal nicht ganz nachvollziehbar erscheinen. Warum gerade von deutscher Seite aus dann auch gewisse Befindlichkeiten, gewisse Nachdenklichkeiten da sind. Und das zweite wichtige Ereignis, auf das ich auch aufmerksam machen möchte, ist, dass vor 75 Jahren in Deutschland der Beginn der deutschen Juden in die Vernichtungslager begonnen hat. Es ist jetzt gerade im Oktober in verschiedenen Städten, in Frankfurt am Main, in Berlin und woanders, an den Beginn dieser Deportationen erinnert worden. Und was das bedeutet hat für die Menschen, für die Opfer, für Familien, für all das, was den deutschen Erinnerungsdiskurs, wie wir sagen, ausmachen, das, denke ich, wissen viele hier in der Runde. Also daran muss und sollte erinnert werden. Vielleicht auch noch in dem Zusammenhang der kleine Hinweis darauf, dass aus dieser Besonderheit der deutschen Geschichte heraus sich ja auch vieles erklärt, was das besondere heutige Verhältnis des vereinten Deutschland zu dem Staat Israel betrifft. Dass dieses zum Teil der Geschichte dazugehört. Und die Bundesrepublik Deutschland ganz ausdrücklich erklärt hat, die jetzige Kanzlerin es erklärt hat, dass der Erhalt des Staates Israel zum Teil der deutschen Staatsräson gehöre. Das muss man sich vorstellen. Eine Verpflichtung seitens Deutschlands für den Bestand des Staates Israel. Und das ist natürlich nur zu verstehen in dieser Besonderheit, wenn man weiß, um diesen Teil der Geschichte, aus dem heraus sich so ein Verständnis eben von Seiten der deutschen Politik und der deutschen Gesellschaft ergibt. Und das ist natürlich auch eine Diskussion angesichts dessen, dass wir erkennen und zugeben müssen, es gibt in dieser deutschen Gesellschaft weiterhin einen erkennbaren Antisemitismus, der zum Glück bei weitem nicht so ausgeprägt ist wie in anderen europäischen Staaten. Ich war gerade vor einigen Wochen in Israel und habe das auf sehr unterschiedliche Art und Weise in Diskussionen dort erlebt, was das bedeutet und aus welchen Ländern Europas momentan besonders jeweilige nationale jüdische Minderheiten sich nach Israel aufmachen und bemerkenswerterweise nicht aus Deutschland. Nicht aus Deutschland. Das ist schon eine Besonderheit.
Ja, und dann als nächstes der Verweis darauf, dass vor 70 Jahren, im Jahre 1946, in Nürnberg ein Prozess endete, der 1945 im Oktober begonnen hatte, nämlich der erste Prozess, der in der Geschichte des Völkerrechts so geschrieben worden ist, gegen die Hauptkriegsverbrecher. Und das heißt, Sie haben dort die lange Linie hin zu dem, was heute der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag ist. Und insofern wurde mit der Auseinandersetzung des Nationalsozialismus und mit dem, was sich mit diesem Prozess und den Nachfolgeprozessen verbindet, wurde Rechtsgeschichte geschrieben, die bis in die heutige, Zeit, bis in die heutigen Tage hineinreicht. Auch das wiederum ein Thema, das gerade jetzt im Augenblick in Deutschland intensiver erinnert wird an diesen Teil der Prozesse und was das für die Deutsche für das deutsche Selbstverständnis bedeutet hat. Es gab vor 70 Jahren, im Jahre 1946, in der Stadt Berlin, da gab es noch keine Mauer in der Stadt Berlin, aber es waren alle vier Mächte vertreten in dieser Stadt Berlin, gab es die ersten freien Wahlen und das wollten dann auch die letzten gewesen sein, bis zum Jahre 1990. Daran gilt es auch zu erinnern, was das bedeutet hat. Erste Wahlen in Deutschland, erste freie Wahlen in Berlin und dann über Jahre hinweg nicht mehr, weil eben damit dann etwas weiteres auch verbunden war, was vor 55 Jahren geschehen ist, nämlich der Mauerbau, an den jetzt eben auch im August dieses Jahres natürlich ganz besonders in Berlin erinnert wurde, was denn dieser Mauerbau bedeutet hat und welche Hintergründe es gab. Ich habe auch ein Ereignis aufgenommen, weil das, denke ich, ganz interessant ist für die Diskussion über die Parteienentwicklung, das Parteiensystem in unserem Lande, nämlich im Jahre 1966 kam es in der alten Bundesrepublik zur Bildung der ersten großen Koalition. SPD und CDU, das heißt CDU stellte den Kanzler, Kurt Georg Kiesinger, und der ehemalige Berliner Bürgermeister, der, wie er in Deutschland ja tituliert wurde, der junge Kennedy war, nämlich Willy Brandt, wurde Außenminister. Alles das, was sich daraus dann ergeben sollte, auch aus den Berliner Erfahrungen, wurde dann in dieser ersten großen Koalition zur Grundlage einer Politik. Und daraus ist ja dann schließlich die sozial-liberale Politik geworden. Alles das, was sich mit Entspannungspolitik verbindet. Also insofern große Koalition, Parteiensystem in Deutschland. Schließlich 1991, es gibt ein Jahr bereits die deutsche Einheit, aber da will ich gerne noch mal dran erinnern, weil manche das so nicht kennen oder nicht mehr so in Erinnerung haben. Mit der deutschen Einheit 1990 am 3. Oktober, heute haben wir in der einen Gruppe über die Bedeutung des 3. Oktober 1990 gesprochen, also Tag der Deutschen Einheit. Damals wurde noch kein Einverständnis darüber hergestellt, in den politischen und auch gesellschaftlichen Eliten oder in der Diskussion der Gesellschaft, wo denn der Regierungssitz sein sollte. Ob in Berlin oder ob man in Bonn bleiben solle. Und Bonn, so argumentierten damals viele, Bonn stünde doch gerade für diese Bundesrepublik Deutschland, die gelernt habe aus der Geschichte, die bescheiden auftrete in der Welt, auch wenn sie ökonomisch stark sei, die also nicht in den Krieg ziehen wolle mehr, dass in dieser Hinsicht doch keine Verantwortung übernommen werden soll, also Friedensbewegung und so weiter. Dafür steht Bonn. Und wofür steht Berlin? Für diesen anderen Teil der deutschen doppelten Diktaturgeschichte? Also insofern, warum sich nach Berlin begeben als Regierung? Das war eine Diskussion, die wurde, ich habe sie selbst noch sehr gut in Erinnerung, weil ich in unterschiedlicher Hinsicht auch beteiligt war. Das war eine Diskussion, die sehr heftig war. Und schließlich und endlich kam es im Deutschen Bundestag zu einer Abstimmung und nur mit 18 Stimmen Vorsprung im Deutschen Bundestag entschied man sich für Berlin als
Parlaments- und Regierungssitz, allerdings zugleich noch mit der Auflage, dass ein Teil der Ministerien in Bonn verbleiben solle, was immer noch ist. Ja? Worüber aber jetzt diskutiert wird, wann denn da wohl mit Schluss sei. So, und dann als letztes Datum habe ich für Sie vielleicht etwas überraschend aufgenommen, 1991 auch, also es gibt ein Jahr die deutsche Einheit, das sogenannte Weimarer Dreieck, wie man es nennt. Das war damals 1991 eine politische Entscheidung, dass die drei Länder, Frankreich, Bundesrepublik Deutschland und Polen, sich zusammenfinden, nicht zuletzt aufgrund der gemeinsamen und teilweise sehr konfliktreichen Geschichte, die diese drei Länder verbindet, um einen besonderen Impuls nun auszusenden für die europäische Integration. Also wissend, dass Frankreich und Deutschland als Gründerstaaten dieser, dann damals hieß sie ja noch gar nicht Europäische Union, dieser europäischen Gemeinschaft und so wie es sich entwickelt hatte, dass diese beiden Staaten ganz wichtig seien, aber auch zugleich ein Signal, ein Zeichen, man will die Länder, die in diesen mittelosteuropäischen Bereich hinzugekommen sind und da von Polen das bedeutendste und größte ist, man will dieses Land mit hineinnehmen in diesen europäischen Integrationsprozess. Das wird heute, 25 Jahre später, sehr viel komplizierter diskutiert, als es damals als Ausgang für weitere Entwicklungen gesehen und genommen worden ist. Also das ist mal ein klein wenig, einfach anhand von Daten, verdeutlicht, wie aus der Geschichte heraus ganz gewisse Ereignisse auch, denke ich, heutige Entscheidungen an vielen Stellen mitbestimmen, mit beeinflussen und man sollte sich das eine oder andere Mal solche Erinnerungen vergegenwärtigen, um zu verstehen, warum etwas heute so geschieht, wie es geschieht. Das gehört zu diesem Teil der Geschichte meines Erachtens dazu. Und da will ich nur noch ein weiteres Beispiel auch zeigen, über das gerade heftig diskutiert wird, auch in den Medien, in der Presse. Das ist nämlich die Frage auch, wie erinnern wir denn nun an diese deutsche Einheit? Und gibt es, muss es nicht auch, so heißt es, gerade so in Berlin, nicht? Da sind wir ausgestattet mit Erinnerungen an furchtbare Ereignisse der deutschen Geschichte. Und dann sagen viele, und wie ich denke ja nicht zu Unrecht, mein Gott, finden wir denn nicht auch mal etwas, was uns ein bisschen glücklich stimmen kann, dass es Ereignisse, Momente gegeben hat in dieser Geschichte, die durchaus ganz positiv besetzt sind und insofern bietet sich doch an, dieses Wir sind das Volk, wir sind ein Volk, deutsche Einheit nun als vorbildlich zu nehmen und daran erinnern zu wollen. Also die deutsche Einheit. Und im Jahre 2007 gab es einen Beschluss des Deutschen Bundestags, das in der Form eines Freiheits- und Einheitsdenkmals machen zu wollen. Das Ergebnis für Berlin, ein zweites soll nämlich entstehen in Leipzig, Leipzig natürlich die Stadt der Montagsdemonstration, das Ergebnis für Berlin sehen Sie hier. Ja, das ist der Entwurf, der schließlich und endlich gesiegt hat. Sie müssen sich das jetzt so vorstellen, hier unmittelbar auf dieser Seite ist das, was heutzutage dort als Humboldt-Forum entsteht, also wo mal das Stadtschloss war. Und das ist hier die sogenannte ehemalige Schlossfreiheit. Da stand mal der Kaiser Wilhelm I. auf dieser Schlossfreiheit. Und da hat man ganz bewusst gesagt, ne, dorthin setzen wir jetzt das Einheitsdenkmal dann, wo mal dieser Kaiser stand, als es um die Einheit von oben nämlich ging in Deutschland. Und das ist jetzt ein Zeichen der Einheit von unten. Und das, was Sie hier sehen können, das ist, wie gesagt, jetzt erstmal das Modell, steht ja noch nicht, das ist eine große Schale, wie die Berliner sie nennen, eine Wippe, die sich bewegen soll. Und da drauf steht denn, wir sind das Volk, wir sind ein Volk und diese Beweglichkeit dieses Denkmals soll eben zum Ausdruck bringen, Symbolsprache, dass das Volk in Bewegung war und weiter in Bewegung sein wird.
Ja, also wenn man da raufsteigt, dann, so heißt es, ja, dann wird man ein klein wenig Gleichgewicht halten müssen. Und wenn auf der einen Seite zu viele stehen, dann muss zur anderen Seite gegangen werden. Alles ohne Gefahren, aber darüber soll nachgedacht werden, wer sind wir denn, das Volk, und wie bewegen wir uns? Das ist der Siegerentwurf, und aus Kostengründen ist das Ganze jetzt gerade erstmal storniert worden wieder. Und gesagt worden, etwa 50% teurer soll es werden als ursprünglich gedacht, deshalb wird es storniert. Und darüber gibt es jetzt eine heftige Diskussion, weil es beispielsweise von einem der Chefhistoriker, der sich gerade mit Erinnerungskultur beschäftigt, der Martin Sabro in Berlin, sagt, wir brauchen sowas gar nicht. Das ist völlig unangepasst. Wir haben ein Symbol der deutschen Einheit. Welches ist das? Das ist das Brandenburger Tor. Ja? Und die, die sagen, beispielsweise der sehr bekannte ostdeutsche Politiker, der ganz maßgeblich dieses Ganze mit vorangetrieben hat, Wolfgang Thierse, der sagt, nein, das Brandenburger Tor steht überhaupt nicht für deutsche Einheit. Ja? Das ist eine völlige Verkennzeichnung dessen, was wofür spricht. Also, das muss her, damit wir uns selbst vergewissern, wer wir sind, wo wir stehen und wo wir hinwollen. Also eine gerade in diesen Tagen interessante Diskussion, wer sind wir, wohin wollen wir, und wäre das ein positives Identifikationsmerkmal für die Deutschen als nun vereinte Gesellschaft oder zumindest vereinter Staat. So, das sind dann auch schon die beiden Beispiele, die ich erstmal nur als Beispiele für Erinnerungskultur und Geschichtspolitik bringen wollte, dann das Thema deutsche Einheit. Und hier habe ich jetzt nur mal ein Foto herausgenommen, beziehungsweise etwas zum jetzigen Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober. Das war eine Schlagzeile in der Frankfurter Rundschau, Feiern in schwierigen Zeiten, also deutsche Einheit. Hier sehen Sie den sächsischen Ministerpräsidenten Tillich, hier die Bundeskanzlerin Merkel und da der Bundespräsident Gauck am Tag also der deutschen Einheit in Dresden. Dass es Dresden ist, das hat einen ganz einfachen Grund. Jedes Bundesland ist im Wechsel jeweils dran, den 3. Oktober als Tag der deutschen Einheit zu feiern. Und dieses Jahr war es eben Sachsen, das für die Ausrichtung dieser Feier zuständig war, deshalb hier also der sächsische Ministerpräsident. Und der Titel, Feiern in schwierigen Zeiten. Ja, das ist natürlich ein Hinweis gewesen auf alles das, und dazu komme ich dann jetzt, was sich mit schwierigen Zeiten verbindet, nämlich Pegida, Rechtsextremismus, Flüchtlingsthematik, wo wollen wir hin? Die beiden nicht zuletzt, die maßgeblich durch ihre Äußerungen das eine oder andere mit hervorgerufen haben. Und von ihm, von dem sächsischen Ministerpräsidenten, von dem viele bei uns im Lande sagen, er habe bisher völlig versagt in so vielen Fragen der Politik, in zumindest seinem Lande in Sachsen, weil von ihm ganz einfach nichts zu hören ist. Keine Position bezogen wird zu Übergriffen, die es gibt gegenüber Flüchtlingsheimen und dergleichen mehr. Und das ist etwas, was sehr beschäftigt, nämlich es gibt von Seiten der Bundesregierung jedes Jahr jetzt einen Bericht zum Stand der deutschen Einheit. Es gibt extra angesiedelt beim Bundesministerium für Wirtschaft eine Beauftragte, die sich mit dem Stand der deutschen Einheit ausschließlich zu beschäftigen hat und wie die Situation, der Prozess der deutschen Einheit zu bewerten ist. Das ist eine ehemalige Ostdeutsche, Iris Gleike, und die hat also vor gerade ein paar Wochen diesen Bericht vorgelegt für das Jahr oder hinein in das Jahr 2016, also hin zum 3. Oktober, und in ihrem Bericht über den Stand der deutschen Einheit 2016, da hat sie drei Punkte herausgenommen, die sie für besonders erwähnenswert hält für den Stand der deutschen Einheit. Nämlich zum einen das Thema Rechtsextremismus im Lande, zum zweiten die wirtschaftliche Entwicklung in Ostdeutschland und als drittes die Ost-West-Rentenangleichung.
Das ist, wenn man es anders fassen will, die Frage nach der Gerechtigkeit, sozialen Gerechtigkeit in der Gesellschaft, wie weit sich da Angleichungen ergeben haben. Und hier, wie gesagt, der Name der besagten Iris Gleike, hier habe ich sie wörtlich zitiert, so heißt es in diesem Bericht, das ist ein sehr umfassender Bericht, der vorgelegt worden ist, Rechtsextremismus ist eine ernste Bedrohung für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung der neuen Länder. Offiziell festgestellt von Seiten der Bundesregierung, dass der Rechtsextremismus mittlerweile Ausmaße, ich füge hinzu, wieder angenommen hat in Ostdeutschland, Ausmaße, die nachdenklich stimmen müssen, weil sie den wirtschaftlichen Erholungsprozess in Ostdeutschland ganz erheblich negativ beeinflussen. Und zwar Wirtschaft wie Wissenschaft. Es gibt ganz eindeutige Indikatoren dafür, dass meinetwegen ausgewiesene, international renommierte Wissenschaftler Vorbehalte haben, an ostdeutsche Universitäten gehen zu wollen, weil sie sich und vor allem für ihre Familien befürchten, dass sie möglicherweise körperlich angegriffen werden, angepöbelt werden oder sonst was. Es gibt ganz eindeutige Indikatoren dafür, dass wirtschaftliche Unternehmen den Standort Ostdeutschland nicht so in Erwägung ziehen, weil sie die Fremdenfeindlichkeit nicht akzeptieren können und wollen und insofern auch für ihre von außen kommenden Mitarbeiter nicht irgendwie eine Gefährdungssituation herbeiführen wollen. Also der Aufholprozess, das ist ja die Aussage, der Aufholprozess, der ja zugleich sich äußert in Unzufriedenheit, Unzufriedenheit, die sich wieder dann äußert in Aktivitäten ganz unterschiedlicher Art oder in der Wahl von ganz bestimmten Parteien. Dieser Aufholprozess ist erneut ins Stocken gekommen und es bedarf dringend der Überlegung, wie die Politik, wie die Gesellschaft damit umgeht. Damit will ich nicht sagen, und das soll auch nicht gesagt werden, dass es in Westdeutschland, also in der alten Bundesrepublik Deutschland, nicht auch Probleme mit Rechtsextremismus gäbe. Das ist nicht der Fall. Aber es ist erkennbar in Ostdeutschland ein größeres Problem als in Westdeutschland. Und das angesichts solcher Ausgangsdaten, die Sie hier mal ganz kurz sehen können. Ja, der Ausländeranteil in Westdeutschland beläuft sich auf 10,7%, in Ostdeutschland auf 2,8%. Das heißt nämlich mit anderen Worten, im Grunde genommen sind diese Menschen gar nicht da. Und trotzdem gibt es Ausländerfeindlichkeit. Und da fängt es natürlich an, suchen Sie jetzt Erklärung, woher kommt denn das dann? Ja, wenn gar nicht jemand vorhanden ist und trotzdem wird gesagt, der nimmt mir die Arbeit weg. Das ist ja das von der Thematik her. Nicht? Auf der anderen Seite die Erwerbslosenquote bei Menschen mit Migrationshintergrund, dazu vielleicht später noch ein bisschen mehr, so nennen wir eben diejenigen, die zwei Generationen in Deutschland leben und noch nicht länger da sind und deshalb von Migrationshintergrund, wenn sie zugewandert sind, von Migrationshintergrund die Rede ist. Nicht? Also in Westdeutschland bei 7,8%, in Ostdeutschland, obwohl es nur so wenige sind, 16%. Daraus lassen sich gewisse Schlussfolgerungen ziehen. Daraus muss man gewisse Schlussfolgerungen ziehen, was das für das jeweilige Verhalten unter anderem bedeutet. Halt. Ja. Irgendwie überspringt das immer. So, und hier habe ich Ihnen nur mal von der Stimmungslage her zwei Folien, wobei ich mich jetzt nur mal, das ist eigentlich ein Vergleich, 15, 16. Es gibt einen sogenannten Glücksatlas in der Bundesrepublik Deutschland, der von der Deutschen Post erstellt wird im Auftrag von Versicherungen. Wie glücklich fühlen sich eigentlich die Menschen? Also das ist eine sehr subjektive Befindlichkeit, die dort abgefragt wird. Wie glücklich fühlen sich eigentlich die Menschen in Deutschland in den unterschiedlichen Regionen? Und was jetzt interessant ist insofern, und deshalb habe ich das hier mit hinzugefügt, ist, hier ist es der dunkle Teil, der heißt
dort, wo es am dunkelsten ist, also dunkel im rötlichen Sinne, da fühlen sich die Menschen am unglücklichsten in ihrer Situation. Und da, wo es heller wird oder wo es ganz grün, grün-dunkel wird, da fühlen sie sich am glücklichsten. Gefühlt, subjektiv. Ja, ist natürlich immer die Frage, wie misst man dann sowas und von der Subjektivität her, aber interessant. Und das ist das ganz Aktuelle, der ist gerade vor ein paar Tagen veröffentlicht worden, dieser Glücksatlas, unmittelbar bevor ich abgereist bin. Und da sehen Sie dann hier, was das Helle betrifft. Das heißt, nicht gerade so glücklich und da, wo es hier oben, ist es immer Schleswig-Holstein, wo ich herkomme. Ich bin ein glücklicher Mensch, also in Berlin. Ja, also da sind die Menschen, aus welchen Gründen jetzt auch immer, besonders glücklich. Da werden gewisse Indikatoren abgefragt, wie zufrieden sind sie mit der Ärzteversorgung und. Also wie kommen sie in ihrem Alltag zurecht und. Subjektive Faktoren, zweifellos. Manche halten das für etwas fragwürdig, so vorzugehen, weil nicht so valide für Empiriker, aber es ist eine Bestandsaufnahme zur Befindlichkeit. Ja? Und das wollte ich einfach mal wiedergeben. So ist ein bisschen der Zustand in unserem Deutschland. Wenn danach, wie fühlst du dich denn eigentlich so mit in deinen Verhältnissen? Wie geht es weiter? Da können Sie ein klein wenig zu dem etwas finden. Und das muss auch gesagt werden, das will ich hier gerne anführen, weil Ostdeutschland unglaublich aufgeholt hat. Also das heißt, es ist eine bemerkenswerte Leistung der Menschen dort vor Ort innerhalb dieser letzten 25 Jahre, was sie dazu beigetragen hat, dass eine Angleichung Ost an West geschehen ist. Sie können es hier nachvollziehen, ja, auch das im Zusammenhang mit diesem Bericht zum Stand der deutschen Einheit. Immerhin 1990, Stand deutscher Einheit, da hatte die alte DDR noch nicht mal, bei weitem noch nicht einmal, die Hälfte des Bruttoinlandsproduktes, also aller erwirtschafteten Leistungen, die es gab, noch nicht einmal die Hälfte dessen, was in der alten Bundesrepublik da war. Und das ist immerhin gestiegen auf fast drei Viertel. Da ist einiges zustande gebracht worden in Ostdeutschland. Ne, ich will damit mit anderen Worten sagen, da sind auch Ergebnisse, auf die man eigentlich stolz sein kann. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass es so ist. Oder dass beispielsweise bei den Löhnen in Ostdeutschland fast 97% des Westniveaus erreicht sind. Nun muss man allerdings auch wieder sagen, dass das sehr unterschiedlich ist, je nachdem, welchen Bereich man sich bei den Löhnen ansieht. Also dort, wo neue Industrien und zumal auch größere Betriebe sich angesiedelt haben, das ist zumeist in der Autoindustrie zum Beispiel der Fall, da wird ein Lohn bereits erzielt, der auf Westniveau liegt, teilweise sogar drüber aufgrund der Produktivität. In anderen Bereichen, vor allem in kleinteiligen Sektoren der Wirtschaft, da liegt das noch zum Teil um 30-40% darunter. Also das ist schon dann etwas genauer noch zu betrachten, aber auch hier beachtenswert, was da geleistet worden ist an Aufholung. Ich führe das jetzt nur an, dass ich auch insofern darauf aufmerksam machen möchte, dieses Gefühl, einerseits benachteiligt zu sein und noch immer schlechter dazustehen, ist manchmal nicht so ganz mit den objektiven Daten abzugleichen bzw. zu erklären. Und zugleich könnte man auch sagen, könnte auch ein bisschen vielleicht mehr Stolz sogar sich da zeigen über das, was man erreicht hat. Anstatt zu sagen, ach, wir sind ja immer noch nicht da, wo wir jetzt eigentlich hinkommen wollten, sondern da ist schon eine tolle Leistung auch erbracht worden. Das gehört auch zu dieser Geschichte, zu dieser Erzählung dazu. Das ist die Feststellung eben wieder in diesem Stand der deutschen Einheit, nur noch mal kurz zitiert. Und anschließend gibt es die Gründe auch. Ich will nur mal einen Grund natürlich herausnehmen, die Kleinteiligkeit der Unternehmensstruktur. Das ist nun leider so. Das war aber, was viele Fachleute, Ökonomen von vornherein gesagt haben, mit dem Stand der deutschen Einheit oder mit der Entwicklung in der deutschen Einheit 1990 und nachfolgend, dass man gesagt hat, ja, warum sollte denn jetzt ein großes Unternehmen, das bisher seinen Stand in Düsseldorf hat oder in Hamburg hat oder in München hat, warum sollten denn die nun ab 1990 plötzlich auf die Idee kommen und sagen, nun gehen wir aber unbedingt nach Leipzig oder nun gehen wir unbedingt nach Dessau?
das sind ein paar Kilometer. Das ist in der heutigen Zeit, zumal mit den modernen Kommunikationsmitteln, die gegeben sind, absolut nicht mehr erforderlich. Also, dass da Ostdeutschland Probleme bekommen würde, das ist eigentlich von vornherein gesagt worden. Mit anderen Worten, es geht darum, Strukturen aufbauen zu wollen und zu müssen, die von diesen Erfordernissen absehen. Und da ist natürlich auch gerade der Bereich der Wissenschaft sehr stark gefragt, dass im Zusammenhang zwischen den dort vorhandenen Universitäten und der Wirtschaft vor Ort entsprechende Standortpolitik betrieben wird und so kleinteilig, und dafür gibt es auch wiederum Beispiele, kleinteilig dann eben Unternehmen sich dort ansiedeln. Das war das zweite Thema. Jetzt kommt das dritte Thema, Einwanderungsland. Und ich habe ganz bewusst vorhin gesagt, ich möchte das trennen von der Flüchtlingsthematik und Politik. Ja? Leider, so meine ich jedenfalls, erlebe ich das auch bei uns im Lande immer wieder, dass da diese Thematik nämlich in einen großen Topf gepackt wird, einmal umgerührt und dann wird irgendetwas gesagt. Und man muss sehr genau unterscheiden, worüber man redet. Schon rechtlich ist das ganz wichtig, diese Unterscheidung zu beachten. Ja? Wenn man von Einwanderern redet nach Deutschland, in die Bundesrepublik Deutschland hinein, dann haben die einen ganz anderen rechtlichen Status und damit ganz andere Ausgangsvoraussetzungen, als das für Flüchtlinge gilt. Also das heißt, die mögliche Konkurrenzsituation auf dem Arbeitsmarkt oder was dann eine Rolle spielt, ist so unterschiedlich, die beachtet werden müsste, diese Situation, damit eine auch faire Diskussion stattfinden kann zwischen denen, die da betroffen sind. Und beim Stichwort Einwanderungsland will ich eben nur noch mal darauf hinweisen. Ich habe für Sie mal hier so in aller Kürze ein bisschen die Einwanderungschronik zusammengeschrieben, wie sie für die Bundesrepublik Deutschland gilt. Also gerade gibt es auch im Deutschen Historischen Museum in Berlin eine, wie ich finde, sehr gelungene Ausstellung, die ihren Ausgangspunkt im Haus der Geschichte in Bonn hatte, über das Einwanderungsland Bundesrepublik Deutschland. Und da wird ein klein wenig über diese ganze Thematik weiter informiert. Also dass es Mitte der 50er Jahre beginnt, mit den damals, wie sie noch hießen, Gastarbeitern, beginnt in der alten Bundesrepublik, muss gleich wieder dazu gesagt werden. Denn die DDR hat da eine ganz andere Geschichte geschrieben, beziehungsweise eine ganz andere Geschichte, die zu beachten ist. Die Frage des Familiennachzugs, die sich dann später stellte und auf eine gewisse Art und Weise zu Reaktionen bei den bereits vorhandenen Menschen, sprich den Gastarbeitern in Anführungsstrichen, führte. Nur noch mal eine kleine, da Sie ja auch alle sehr stark mit Sprache zu tun haben. Gastarbeiter, nur noch mal ein kleiner Hinweis. Nicht Gastarbeiter hieß immer, und da sind alle, die in der Bundesrepublik an dieser Thematik beteiligt sind und sich an Diskussionen beteiligen, heute voll und ganz dieser Auffassung. Gastarbeiter hieß natürlich von Anfang an, dass man sagen wollte, Deutschland ist kein Einwanderungsland. Will es auch nicht sein. Gastarbeiter sollte heißen, da kommt jemand, ist Gast, arbeitet mal ein bisschen und stellen Sie sich das vor, ne, wenn Sie zu Hause jemand haben als Gast, dann sagen Sie ja auch, na, irgendwann wird der hoffentlich mal wieder gehen. Ja? Das ist ganz klar. Das ist bei einem Gast der Fall. Und der wird wieder gehen. Und der Gast, jedenfalls jetzt vorausgesetzt, ist ein Gast, wie sich jeder das wohl von uns vorstellt oder jeder bei uns diese Vorstellung von einem Gast für sich selbst hat, der geht auch wieder von sich aus. Das heißt, in dieser Begrifflichkeit steckt bereits die ganze Problematik der Integrationsdebatte. Denn der, von dem man sagte, der wird ja wieder gehen, dem, so dann angeschlossen, grammatikalisch, dem wird man auch nicht große Angebote machen wollen, dass er sich integriert. Denn warum sollte man? Er geht doch wieder. Und der, der möglicherweise mit dem Gedanken gekommen ist, na, ich gehe ja wieder oder ich muss ja wieder gehen, der sagt sich, ja, warum soll ich mich denn groß anstrengen? Ich gehe ja wieder.
Das heißt, bereits da sind die Grundlagen für die Integrationsschwierigkeiten gelegt worden, über die wir bis zum heutigen Tage diskutieren in diesem Lande. Und die Aussage ist natürlich, nach dieser Geschichte, also dass in unterschiedlichen Abständen Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen in das Land Bundesrepublik Deutschland gekommen sind, die Absicht, die dahinter steht, ist natürlich, dass wir sagen, wir müssen uns, das ist, denke ich, heute doch, obwohl es mittlerweile nun natürlich aufgrund der politischen Veränderungen, die es gibt, und dazu dann gleich noch was, die es gibt und die da besagt, nein, wir wollen diese Menschen hier nicht, aber der weitaus größte Teil derjenigen, die sich mit diesem, mit dieser Thematik beschäftigt, die sagt, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Und wir haben uns dieser Thematik insofern nun zu stellen. Und wir können und dürfen nicht mehr so tun, als sei Deutschland kein Einwanderungsland. Und das heißt, daraus ergibt sich Verpflichtung für die Politik, auf bestimmte Art und Weise zu handeln. Und auch das ist nämlich wichtig, weil ich das eben nur der obere Teil jetzt mal für Sie von Bedeutung. Wenn wir von Einwanderung in, aktuell in die Bundesrepublik Deutschland sprechen, dann sind zu 60% die Menschen, die in diese Bundesrepublik Deutschland kommen, Menschen aus EU-Ländern. 60%. Das heißt, diese Menschen brauchen gar nicht zu fragen, ob sie kommen wollen in die Bundesrepublik Deutschland, sondern nach europäischem Recht können sie sich frei bewegen, Richtung Bundesrepublik Deutschland. Also jeder, der sagt, wir wollen die hier nicht haben, sagt im Grunde genommen, das, was auf europäischer Ebene vertraglich geregelt ist, möchte ich nicht mehr. 60% Menschen aus EU-Ländern, die in diese Bundesrepublik Deutschland kommen. Und die Quelle, seriös, das Bundesamt für Migration, dass diese Statistik bzw. diese Untersuchung erstellt hat. Also, mit anderen Worten, auch hier wiederum die Beauftragte der Bundesregierung, es gibt ja eine, muss ich dazu sagen, hier unten, die hat auch wieder in diesem Jahr, auch vor, gerade vor, wann ist es, 5 Wochen, glaube ich, her, einen Bericht vorgelegt, Stand, wie steht es um das Einwanderungsland Deutschland, ja, und es gibt unmittelbar angesiedelt im Bundeskanzleramt, die sogenannte Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Und das ist ein kleiner Auszug aus ihrem Jahresbericht, Stand 2016. Und da schreibt sie das eben nochmal fest, was ich gerade gesagt habe. Deutschland ist ein Einwanderungsland. Im Übrigen, die Beauftragte hat selbst einen Migrationshintergrund, einen türkischen Migrationshintergrund. Das ist die Frau Özugus, die Bundesbeauftragte ist, also Staatsministerin im Bundeskanzleramt. Sie stellt fest, Einwanderung hilft den Wohlstand sichern der Bundesrepublik Deutschland. Das ist ein offizielles Dokument. Ja? Es wird festgestellt, jeder Fünfte in Deutschland hat einen Migrationshintergrund. 20% der Deutschen haben einen Migrationshintergrund. Ja? Aber was wird gesagt? Wir sind kein Einwanderungsland. Und, das ist jetzt im doppelten Wortsinne gemeint, ohne Einwanderung sähe Deutschland alt aus, denn die Geschichte der Einwanderung ist vor allem eine Geschichte von jungen Menschen, die einwandern. Und es ist natürlich dann auf der anderen Seite auch eines der vorangegangenen Themen, auf das ich angesprochen hatte, eine Frage, über die wir diskutieren und die beachtet werden muss. Junge Leute, die kommen, heißt Wohlstand sichern, heißt auf der anderen Seite auch die Frage der Rententhematik, wird hier indirekt und direkt thematisiert. Junge Einwanderer sichern die Renten von morgen. Und das ist eine Diskussion, die geführt wird. Dann jetzt dieses besondere Thema Flüchtlinge. Flüchtlinge und Asyl. Das ist natürlich das, was uns am meisten mit beschäftigt. Hier habe ich jetzt erstmal nur mal, damit das für Sie noch mal deutlich wird, wo kommen überhaupt in erster Linie die Flüchtlinge her, die im letzten Jahr und jetzt im Verlaufe dieses Jahres sich Richtung Europa und Richtung Bundesrepublik Deutschland aufgemacht haben. Sie sehen, das ist vor allem dieser Bereich.
Also, das heißt, mit anderen Worten, Syrien, Afghanistan, Irak, Iran, nicht? Insofern diese dann Bosnien-Herzegowina, das wäre dann in Richtung Europa noch die Situation, aber es ist vor allem der Nahe Osten, von wo die Flüchtlinge nach Deutschland sich nun aufmachen und das Thema Flucht und Asyl eine Rolle spielt. Auch da nochmal meine Absicht für Sie als jemand, die oder der sich besonders mit Sprache beschäftigt. Wenn wir in Deutschland von der Thematik des Asyls sprechen, müssen wir immer drei Aspekte beachten, wie diese Menschen jeweils, und das ist eine rechtliche Kategorie und eine menschlich zuschreibende Kategorie, wie sie bezeichnet werden. Nämlich kommt ein Mensch nach Deutschland, um Asyl zu erhalten, dann ist er im Sprachgebrauch bei uns ein Asylsuchender. Sobald er beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Asyl beantragt hat, nennen wir ihn Asylbewerber. Und wenn er schließlich aus politischen Gründen in seiner Heimat vom Staat verfolgt wird oder aus religiösen Gründen, gehörte hier eigentlich noch dazu, dann ist er schließlich und daraus ergibt sich dann, dass er ganz gewisse Rechte hat, was den Zugang zum Arbeitsmarkt betrifft und so weiter, ein Asylberechtigter. Also das sind mal die drei Begriffe, um sie ganz einfach für Sie nochmal zu benennen, wenn Sie sich mit dem Thema etwas näher beschäftigen möchten oder wollen, dass da auch da wieder relativ genau unterschieden werden muss, über welchen Menschen, mit welchem Zustand, in welchem Zustand reden wir jetzt überhaupt, wenn wir über seine Rechte im Verfahren eines Antrags auf Asyl nachdenken. Hier ist mal die Kurve für Sie deutlich gemacht, wie sich das für Deutschland seit 1990, also seit der deutschen Einheit, im Falle des Asyls entwickelt hat. Anfang der 90er Jahre ein starker Anstieg des Asyls. Das war damals vor allem die Auseinandersetzung, die es auf dem Balkan gegeben hat, die zu einer hohen Zahl von Flüchtlingen geführt hat, die auch vielfach dann Duldung zumindest erhalten haben. Dann sehen Sie, im Übrigen, auch da werden sich manche von Ihnen daran erinnern, dass Anfang der 90er Jahre es zu schlimmen Übergriffen in Deutschland gekommen ist. So Stichworte wie Mölln, Hoyerswerda, Solingen, das ist alles Anfang der 90er Jahre gewesen. Ja? Flüchtlingsheime, die angegriffen worden sind und. Rostock, Lichtenhagen, also alles das verbindet sich hier mit diesem relativ stark. Dann das starke Abfallen bis etwa zum Jahre 2010 und dann wiederum der starke Anstieg bei den Asylanträgen hier bis 2015. Das sind die offiziellen Zahlen von Asylanträgen. Es ist jetzt die letzte Zahl, wir haben gerade beim Mittagessen noch darüber gesprochen, dass im letzten Jahr insgesamt, und das war ziemlich gut vom Bundesamt für Migration geschätzt, knapp 900.000 Menschen nach Deutschland gekommen sind. Und dabei in diesem Jahr 2016 durchaus mit jetzt, hier ist der letzte Monat September angegeben, 2016, mit bereits abnehmender Tendenz. Das habe ich jetzt für Sie auch nochmal herausgesucht, weil ja das, worüber wir gleich noch reden werden, nämlich die Äußerung der Bundeskanzlerin Merkel vom August 2015 stammt. Das ist nochmal in Zahlen ausgedrückt, das Anerkennen oder die Anerkennungsquote für die Menschen, die aus den unterschiedlichen Ländern gekommen sind, die überhaupt eine Chance haben, in der Bundesrepublik Deutschland als Flüchtlinge anerkannt zu werden. Also mit ganz gewissen Rechten dann auch ausgestattet werden. Und da können Sie sehen, dass die Syrer zu fast 100% anerkannt werden. Ja? Wenn sie den Antrag auf Asyl stellen. Sehr viel weniger ist das bereits für die aus Afghanistan kommenden. Das ist dann teilweise auch eine schwierige Diskussion, weil das oftmals auch um Menschen geht, die für die Deutschen in Afghanistan gearbeitet haben, sich da nicht mehr aufhalten können mit ihrer Familie. Relativ hoch auch noch die Quote aus dem Irak und aus dem Iran und aus Eritrea, wie Sie sehen können. Ansonsten
ungeklärt heißt, da weiß man dann eben nicht ganz genau, welche Staatsangehörigkeit in dem Zusammenhang zuzuordnen wäre. Aber das sind mal die Quoten für das Verfahren. Und das ist jetzt etwas ganz Wichtiges, nämlich das sogenannte Dublin-Verfahren. Danach wird auch in Deutschland verfahren, weil das eine europäische Regelung ist, ob es überhaupt zu einem Asylantrag kommen darf oder nicht. Denn daher dieser Name Dublin-Verfahren, man hatte sich auf europäischer Ebene, also die Staaten der Europäischen Union in Dublin, darauf geeinigt, dass festgelegt werden sollte, und das sehen Sie jetzt hier als nächstes, dass es sogenannte sichere Drittstaaten geben soll. Und die Regelung ist nun folgende für die europäische Situation: Wenn ein Flüchtling aus einem sogenannten sicheren Drittstaat kommt, dann hat er nach Deutschland und zuvor in einem sogenannten sicheren Drittstaat war, dann hat er kein Anrecht mehr in Deutschland auf Asyl, sondern der Antrag muss dort gestellt werden, wo er zuvor gewesen ist. So, nun schauen Sie sich mal an, das ist nämlich das Interessante, das ist also die Regelung für die europäische Ebene, alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union gelten als sichere Drittstaaten. Dann kommen dazu Albanien, Bosnien-Herzegowina, Ghana, Kosovo, alle genau aufgeführt. Diese Länder, so sagt die Bundesregierung, sagt die Bundesrepublik Deutschland, sind Länder, die den Status haben, sichere Drittstaaten. Wenn Sie nur mal die Europäische Union nehmen, dann wissen Sie, dass die Bundesrepublik Deutschland von Staaten der Europäischen Union umgeben ist. Also insofern kann eigentlich gar kein Flüchtling mehr nach Deutschland kommen. Na? Weil die Bundesrepublik sofort sagen kann, wo kommst du her? Aus Frankreich, aus Italien oder sonst wo bist du vorher angekommen? Du kommst aus einem sicheren Drittstaat, du hast hier gar nichts zu suchen. Zurück, da musst du deinen Antrag stellen. Und das gehört eben auch zu dieser Geschichte mit dazu, wenn wir gleich über sicherlich ja die Äußerungen von Frau Merkel aus dem August letzten Jahres sprechen, nicht, dass die Politik der Bundesrepublik Deutschland bis zu der Äußerung von Frau Merkel 2015 eben diese Politik genau auch war. Als nämlich, und ich habe es heute hier gelesen, was das für ein Problem ist, hier in der Zeitung, also USA Today, Weekend, ne? Another tragedy on the high seas, 200 migrants feared dead, Mittelmeer. Wiederum zwei, es sind mittlerweile über 4000 Menschen in diesem Jahr, die im Mittelmeer elendig krepiert sind. Und das ist das Problem Italiens. Ja? Und Sie glauben nicht, wie die Italiener das aufwühlt. Ich habe, ich kann sagen, das Glück gehabt, vor 4 Wochen im Rahmen meiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Sprecher eines Vereins, auf den ich gleich noch kommen wollte und will, in der italienischen Botschaft ein Gespräch mit dem dort zuständigen politischen Botschafter zu führen über die Flüchtlingspolitik. Und davor gab es eine Radiosendung mit dem Botschafter. Das wühlt die Italiener auf, das merkte man. Unglaublich. Der sagte der Botschafter, Sie glauben nicht, was das bedeutet, dass vor unserer Haustür ständig Menschen krepieren. Und wir sind verpflichtet, wir wollen und wir müssen helfen. Ja, wir können die doch nicht einfach da auf dem Meer, und hier die Botschaft wieder, 2 Boote, ne? 200 Menschen tot. Wir müssen helfen. Und was war eigentlich bisher? Dublin-Verfahren. Ihr in Deutschland habt gesagt, das ist euer Problem, da unten im Süden. Das ist nicht unser Problem. Das haben wir geregelt, dort wo die Flüchtlinge ankommen, da ist erstmal das Land zuständig, bei dem sie zuerst an Land kommen oder wie auch immer. In Deutschland kann eigentlich nur noch ein Flüchtling eintreffen, wenn er aus dem Flugzeug per Fallschirm irgendwo in der Bundesrepublik landet. Anders geht es nicht mehr. John, ich glaube. Ja. Das heißt, wenn ein Flüchtling irgendwo
Also es gibt eine europäische Regelung, in dem erstmal sind es die Länder im Grunde genommen, die unten als Mitglieder der Europäischen Union unten am Mittelmeer sind. Es ist Spanien. Spanien ist weniger davon betroffen, weil Spanien im Grunde genommen die europäische Regelung für sich außer Kraft gesetzt hat. Spanien hat nämlich bilaterale Verträge mit nordafrikanischen Staaten abgeschlossen, dass Flüchtlinge erst gar nicht weiter ans Mittelmeer herankommen können und insofern fliehen können. Deshalb ist das für Spanien weniger ein Thema. Aber es wäre Spanien. Italien und Griechenland, das sind die beiden anderen Länder, die mit dieser Thematik konfrontiert sind und haben ihre Zuständigkeit einmal in ihren nationalen Gewässern für sich, das ist ausschließlich italienische oder griechische Angelegenheit, ja auch so wie von der Türkei kommend, bevor die Türkei die Grenze zugemacht hat nach Absprachen, Griechenland zuständig war an der Stelle. Ja? Und was den Bereich außerhalb des nationalen Grenzen auf dem Mittelmeer betrifft, da gibt es ja jetzt, das heißt seit geraumer Zeit schon, und jetzt haben sich eben andere bereit erklärt, auch personell da verstärkt, auch die Bundesrepublik ist da vertreten, verstärkt auftreten zu wollen. Es gibt die sogenannte Frontex-Gruppe im Mittelmeer und da wird eben an dieser Stelle mithilfe auch anderer europäischer Staaten zusammengesetzt, sind dort zusammengesetzt Mannschaften, Schiffsmannschaften, militärisch teilweise, aber auch Hilfsorganisationen, die das auf freiwilliger Basis machen, die sind dort tätig und versuchen, die Menschen aufzugabeln auf dem offenen Meer, sobald erkannt wird, dass dort unmittelbar Gefahr für Leib und Leben, und das ist allzu oft der Fall, besteht. Und dann werden sie allerdings nach Italien gebracht. Ja? Oder, wie gesagt, für Griechenland ist das im Augenblick etwas weniger die Thematik, weil die ja vom Bosporus kam, auf die griechischen Inseln. Alles, was von Nordafrika und die Schwachstelle in Nordafrika ist im Moment Libyen. Über Libyen vor allem geschieht dieser Zustrom von Menschen auf schlimmste Art und Weise übers Mittelmeer. Das gilt mit als die gefährlichste Passage, die übers Mittelmeer dort zu bewerkstelligen ist. Aber es ist den dortigen Verhältnissen geschuldet. Und sie landen dann in Italien. Und jetzt kommt der nächste, und deshalb die Wichtigkeit deiner Frage. Das ist eben genau der Grund, warum man dann versucht hat, zu sagen, und jetzt müssen wir auf der europäischen, und Italien drängt natürlich darauf, eine Regelung finden, dass von hier aus eine Verteilung der Flüchtlinge dann weiter vorgenommen wird, in die anderen Länder hinein. Die dürfen nicht in Italien jetzt einfach bleiben und alle anderen sagen, so, nun habt ihr das, Dublin-Verfahren, seht zu, wie ihr damit zurechtkommt. Ja, da sind die im Norden natürlich fein raus. Und das muss man ehrlicherweise, denke ich, sagen, so hat im Großen und Ganzen bis August 2015 auch die Bundesrepublik argumentiert und agiert. Man hat gesagt, also wir wünschen euch alles Gute, aber seht mal zu, dass ihr am unten da zurechtkommt mit dem, was dort geschieht. Und dann sah man die Dramatik der Situation und hat dementsprechend gehandelt. Aber eben nicht alle, wie wir wissen. Dazu ja gleich. Das ist also das, was so kompliziert an dieser Situation ist. Jetzt habe ich für Sie noch mal ganz kurz ein bisschen so die Problematik auf, wer kommt denn überhaupt von den Flüchtlingen, die da als Asylbewerber dann kommen? Es sind vor allem junge Menschen. Da ist aber wieder dieses, was die Integrationsbeauftragte festgestellt hat, junge Menschen mit all der Dramatik und Tragik. Die Bundesregierung hat jetzt beispielsweise extra für Kinder ein Programm aufgelegt, dass es Lotsen gibt, die Kinder begleiten soll durch den Alltag hindurch, wenn sie hier in der Bundesrepublik Deutschland als Flüchtlinge eingetroffen sind. Ohne Begleitung von Erwachsenen, von Eltern und so weiter. Ein extra Programm. Sie sehen, es sind überwiegend junge Menschen, die kommen. Und es sind vor allem dann auch stärker junge Männer, die kommen. Das ist ja auch ein Thema. Und hier habe ich einfach mal zwei Beispiele dafür für Sie herausgesucht, was jetzt von Seiten der Politik gemacht wird, angesichts dieser Flüchtlingsthematik.
Thematik und Problematik, nicht? Dass man ganz gewisse Angebote gemacht hat. Also man hat jetzt beispielsweise aufgestockt die Mittel von 269 Millionen auf 559 Millionen Euro für die Frage, wer dauerhaft in Deutschland leben möchte, muss einen Integrationskurs besuchen. Die Bundesregierung hat die Mittel dafür jetzt mehr als verdoppelt, also für solche Integrationskurse. Ja? Oder hier noch ein anderes Beispiel dafür, das könnte man fast unter das Thema Leitkulturdiskussion auch fassen, dass die Bundesregierung sagt, nicht, wir wollen auch denjenigen, die hier ankommen, ganz gewisse Informationen über dieses Deutschland liefern. Welche Geschichte ist da, welche Kultur, welche Gesellschaft? Auch dafür sind nochmal die Mittel aufgestockt worden, dass insofern die Integration, in der Hoffnung jedenfalls, dass es angenommen wird, besser gelingen möge. Vorhaben seitens der Politik, so etwas zu machen. Ich will und deshalb diese Grafik nur auch nochmal verdeuten, im Übrigen finden Sie da auch Irland, die USA, nochmal verdeutlichen, wie im internationalen Rahmen angesichts dessen, wenn man sich anguckt, dass Menschen in dieser Welt unterwegs sind, aus ganz unterschiedlichen Gründen, dann ist Deutschland tatsächlich noch nicht das Land, das am meisten konfrontiert ist mit der Flüchtlingsproblematik oder auch die USA nicht, sondern da sind ganz andere Länder, die zunächst einmal mit dieser Situation konfrontiert sind und über diese Situation muss also insofern nachgedacht werden, wenn, meine ich, bei uns gesagt wird oder im Rahmen der Europäischen Union gesagt wird, nun reicht es aber, alle Menschen wollen offensichtlich nur zu uns und woanders wollen sie nicht hin. Nein, so ist es nicht. Andere Länder, die zum Teil sehr viel schlechter wirtschaftlich aufgestellt sind, haben dieses Problem weitaus mehr und bedürfen insofern der Hilfe. Das mal als kleine Überlegung hineingetragen zum Flüchtlingsthematik. Damit zusammenhängt die Entwicklung des Rechtspopulismus. Das ist das, was Sie hier sehen können. Ja, die sogenannte Pegida-Demonstration in Dresden, von der sicherlich schon etliche gehört haben werden. Der Protest der sogenannten Wutbürger und zu dem, was das bedeutet für Ostdeutschland oder nicht zuletzt auch die Stadt Dresden. Dazu hatte ich vorhin auch schon etwas gesagt. Im Übrigen beispielsweise die Dresdner Gastronomie hat sich im Zusammenhang mit dem Fest zur deutschen Einheit am 3. Oktober bitter beklagt, weil weitaus weniger Besucher gekommen sind nach Dresden am 3. Oktober, als eigentlich gedacht war. Und das hat wirtschaftliche Auswirkungen gehabt. Spricht, also die Hotels waren bei weitem nicht so ausgelastet wie gedacht, es sind Anmeldungen storniert worden und dergleichen mehr. Das mal als kleine Grafik wiederum oder Karikatur, da sehen Sie also den deutschen Michel und zwar West wie Ost, wie da zu sehen ist, oben für Sie schlecht auf der Zipfelmütze, nicht? Darunter steht, wir sind das Volk und obendrauf auf dem Transparent steht, dicht machen, ausweisen, abschieben. Wir sind das Volk. Ja? Das ist so ein klein wenig dann das, was sich in Karikaturform zu der Thematik der Pegida oder an anderer Stelle wiederfindet. Hier habe ich Ihnen mal ganz kurz, das ist eine Befindlichkeitsstudie zu dieser Thematik der Universität Leipzig. Es gibt auch eine der Universität Bielefeld, die im Übrigen unter dem Titel seit 10 Jahren erscheint, Deutsche Zustände. In Leipzig ist die sogenannte Mitte-Studie veröffentlicht worden, die festgestellt hat, dass rund 20% der Westdeutschen und leicht höher 23% der Ostdeutschen ausländerfeindliche Einstellungen haben und dass auch der Zustimmungswert zu ausländerfeindlichen Aussagen bei ca. 20% liegt. Also das heißt, das sind nicht unbedingt dann Leute, die sich schon so deutlich zeigen wie bei den 23%, aber indirekt auch eine Zustimmung signalisieren. Und 2014 war das noch weniger. Es hat sich da also etwas bewegt zum Schlechteren, denke ich. Und vor allem ganz gewisse Gruppen sind sehr viel stärker in den Mittelpunkt der Ausländerfeindlichkeit mittlerweile gerückt worden. Also müssen erleben, erfahren, dass die Ablehnung besonders ausgeprägt ist. Muslime, Sinti und Roma oder besagte Asylsuchende, also Menschen, die aus
Gründen der Verfolgung hier ins Land gekommen sind. Die müssen sich also zunehmend stärker, ganz offensichtlich, legitimieren, warum sie denn überhaupt in unserem Lande sind, in dieser Gesellschaft leben. Das ist ein Ergebnis dieser ganzen auch Stimmungslage in diesem Land, nämlich dass die Zahl der Straftaten gegen Asylunterkünfte und ihre Bewohner sich von 1914 auf 2014 auf 2015, und auch das wiederum eine Quelle, die eher sehr zurückhaltend in diesen Zahlen ist. Also es gibt von Seiten des Tagesspiegel und von Seiten der Zeit immer andere Angaben, die liegen mindestens um 30% höher, als was die offizielle Politik angibt, was solche Übergriffe betrifft. Aber selbst das Bundesinnenministerium sagt, innerhalb eines Jahres hat sich die Zahl der Übergriffe verfünffacht. Das sagt etwas aus über die Stimmung im Lande. Ja? Und offensichtlich nicht nur über die Stimmung im Lande, sondern auch, dass Menschen immer unverhohlener meinen, sie können auch zum Ausdruck bringen, was sie zum Ausdruck bringen möchten, auf die Art und Weise. Es gibt offensichtlich immer weniger Tabus in diesem Zusammenhang. Das ist eben Ausdruck für die Zustimmung, auf die ich zuvor hingewiesen habe, die da ist. Und hier habe ich mal drei Äußerungen für Sie jetzt herausgesucht, die zeigen, worüber diskutiert wird und was natürlich für die, die es gesagt haben, auf bestimmte Art und Weise Reaktionen hervorgerufen hat. Es ging hier um einen Übergriff in der sächsischen Stadt Heidenau. Da war es zu schlimmsten Beschimpfungen gekommen und zu Übergriffen gegenüber einem Flüchtlingsheim. Und der SPD-Vorsitzende und Bundeswirtschaftsminister, übrigens dort ist die Beauftragte für die deutsche Einheit, ich sagte es vorhin schon, angegliedert, der Sigmar Gabriel äußerte im Fernsehen, das ist dann natürlich allgemein kommuniziert worden, ich habe Ihnen den Satz hier wortwörtlich wiedergegeben, wir müssen Klarheit schaffen, man darf diesen Typen, diesem braunen Mob, keinen Millimeter Raum geben, für dieses Pack kann es nur eine einzige Antwort geben, Polizei, Staatsanwaltschaft und für jeden, den wir fassen, auch Gefängnis. Und diese beiden Begriffe natürlich, brauner Mob und Pack, das sind Begriffe gewesen, die seitdem heftig in der Diskussion waren. Ja, diese Menschen haben das für sich sozusagen als Selbststilisierung auch genommen. Also wenn Sie heutzutage sich diese Demonstrationen in Dresden ansehen oder so, dann laufen jetzt die Leute dort rum mit einem Transparent, da steht drauf dann, wir sind das Pack. Ja, und das bezieht sich auf diese Äußerung. Und das hat natürlich Diskussionen gegeben und ich denke, das ist es auch wert. Sprache bedeutet sehr viel, was an Botschaften ausgesendet wird und wie man umgehen kann. Es hat auch gerade in der politischen Bildungsarbeit sehr, sehr intensive Diskussionen darüber gegeben, ist das richtig, Menschen so zu bezeichnen? Was erreicht man möglicherweise damit? Ja, darf man das? Schieben wir nicht möglicherweise auch gewisse Menschen damit in eine Ecke hinein, mit solchen Begrifflichkeiten, in der sie sich zumindest noch nicht befinden? Also bis zu welchem Zeitpunkt kann man sie noch abholen aus solcher Ecke? Und wenn man solche Zuschreibungen vornimmt, ja, wie lange kann das dann gehen, dass man sie noch abholen kann? Das ist also eine Äußerung. Das ist die andere Äußerung, derjenige, der als sehr bedacht in dieser ganzen Argumentation betrachtet wurde, Joachim Gauck, unser Bundespräsident. Und ich finde das schon ganz interessant, ja, in welcher Form er das kommentiert hat. Das sind auch wieder Reaktionen auf dieses besagte Ereignis dort gewesen in Heidenau, nämlich dass er davon gesprochen hat, es gibt ein helles Deutschland, das sich hier leuchtend darstellt gegenüber dem Dunkeldeutschland. So nennt er. Das ist natürlich auch wieder ein Begriff, der aus der Geschichte her belastet ist, Dunkeldeutschland. Ja, insofern mit gewissen Vorbehalten zu betrachten. Ich habe den Eindruck, in dem Falle war der Redenschreiber nicht so ganz geschichtsfest. Sonst hätte man vielleicht da etwas sensibler mit den Begrifflichkeiten dieses Ganze gehandhabt. Aber zumindest helles Deutschland, dunkles Deutschland, sein Versuch, beides herausstellen zu wollen.
dass er es nicht nennt. Und dann auf die Thematisierung der Flüchtlinge angesprochen. Und das ist etwas, was genommen wurde gegenüber Kanzlerin Merkel, dass da offensichtlich der Bundespräsident von vornherein durchaus etwas sensibler argumentiert hat, als wie manche es ja oder viele es sahen, es bei der Bundeskanzlerin der Fall war, und dazu gleich, nämlich dass er dann noch gesagt hat, unser Herz ist weit, doch unsere Möglichkeiten, sie sind endlich. Das war eine ganz wichtige Botschaft. Denn Gauck hat damit auch gesagt, es gibt auch die Situation, dass wir darüber reden müssen, wie viele Menschen können wir aufnehmen. Er redet nicht von Obergrenze oder so, aber doch unsere Möglichkeiten, sie sind endlich. Ja? Wir sind bereit, aber wir können nicht alles schultern. Und das wurde als ganz wichtige Botschaft empfunden im Inneren, dass da auch jemand es angesprochen hat, auch darüber muss nachgedacht, muss geredet werden. So, und als Drittes habe ich Ihnen hier nochmal wortwörtlich aus dieser besagten Pressekonferenz das Zitat von Angela Merkel, was ja nun heftig diskutiert, kommentiert worden ist und so weiter. Also vom 31.08., ein gutes Jahr ist es her. Was Sie damals gesagt haben, da bitte ich Sie nochmal genau zu lesen, das ist nämlich, meine ich, vielfach überlesen worden. Was Sie gesagt hat, Deutschland ist ein starkes Land. Das Motiv, mit dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Das war ja dieser markante Satz. Ja, wir schaffen das. Jetzt geht's weiter. Wir schaffen das. Und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Wann immer es darauf ankommt, sind wir, und jetzt, Bundesregierung, Länder und Kommunen, in der Lage, das Richtige und das Notwendige zu tun. Also, worauf bezieht sich das wir? Bundesregierung, Länder und Kommunen. Die Selbstzuschreibung, die die Gesellschaft dann gemacht hat, wir, sagt sie gar nicht. Sie spricht von den staatlichen Institutionen. Das ist beachtenswert. Aber dieser zweite Teil ist in der Kommentierung immer außen vor gelassen. Nur ganz wenige Kommentatoren haben gesagt, Moment mal, lest doch mal genau, was sie gesagt hat. Na? Das ist beachtenswert, aber insofern ist ja nur gut, dass die Zivilgesellschaft sich engagiert hat und gesagt hat, machen wir kümmern uns drin. Ich will nur mal hier ganz kurz, da sehen Sie so eine Zivilgesellschaft, die sich um sowas mitkümmert, um Rechtsextrem. Das ist der Verein, für den ich ehrenamtlich hier in Berlin der Sprecher bin, gegen Vergessen für Demokratie. Unser Vorsitzender war im Übrigen, bevor er Bundespräsident wurde, Joachim Gauck. Und deshalb weiß ich bin in einem Verein, da kann ich noch Karriere machen. Das ist so ein Verein, der sich 1992 gegründet hat in Reaktion auf die damaligen Übergriffe in Rostock und so weiter. Oder ein anderer Verein, der auch sehr aktiv ist und sehr viel macht in der Frage der Asylthematik und sehr stark die Politik kritisiert, wie ich finde, vielfach zu Recht kritisiert, ist Pro Asyl, immer wieder auf bestimmte Fälle auch hinweist. Und hier finden Sie da mal, und das ist so ein bisschen der Übergang zu den Parteien, einen Deutschen, Michel, wie er auf der Couch liegt und was ihn alles so beschäftigt, ja, womit er zurechtkommen soll. Und das jetzt alles eingeordnet, ein bisschen schlecht zu lesen, deshalb lese ich das hier mal vor, worüber er da nachdenken muss, über das Klima, über CETA und TTIP, über Islamflüchtlinge, über Pegida und AfD, über die Rechte, über die Linke, über Europaterror, über Nullzinsen, Euro und wir schaffen das. Ja? Über all das soll er nun da zurechtkommen, damit soll er zurechtkommen und hat da treu und brav die bundesdeutsche Fahne in der Hand. Ja? Also insofern. Ja, und deshalb bin ich jetzt nochmal bei der AfD. Oh mein Gott, wie weit bin ich denn? Ah, zu lang. Das sind die Länder, Bundesländer, in denen die AfD jetzt im Landtag vertreten ist. Sie sehen in Gesamtostdeutschland, Berlin ist hier noch hell eingetragen, das war noch vor den Wahlen in Berlin.
und in den beiden Ländern Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ebenfalls, vertreten die AfD. Und die nachfolgenden Grafiken, die sollten Sie jetzt bitte nur mal kurz daraufhin betrachten, nämlich einerseits immer diese beiden Balken. Das ist jeweils, sind jeweils die beiden Volksparteien, SPD und CDU. Und was Sie sehen können hier, Bürgerschaftswahl in Hamburg 2015, die beiden großen Volksparteien haben erheblich verloren, hier die CDU weitaus mehr als die SPD, Gewinner dieser Wahl AfD. Nächste Wahl in Bremen, verloren die beiden großen Volksparteien, größter Gewinner AfD. Sachsen-Anhalt 2016, verloren Volksparteien, hier die CDU etwas weniger, aber alle anderen wiederum verloren. Ja. Gewinner, großer Gewinner, schauen Sie sich das an, 24,3%. Ja, die AfD in Sachsen-Anhalt, zweitstärkste Partei geworden. Rheinland-Pfalz, also Westen, wiederum Verlust bei ganz geringer Gewinn, pardon, bei der SPD, aber auf niedriger Basis auch. Erheblich vor allem Verluste bei den Grünen und auch bei der CDU, aber auch hier wiederum großer Gewinner die AfD. In Baden-Württemberg zeigt sich für CDU und SPD wiederum dasselbe Bild und die AfD hat gewonnen. Und es sind wirtschaftlich gesehen völlig unterschiedliche Länder. Reiches Baden-Württemberg, ja, nicht so armes Rheinland-Pfalz, katastrophal dastehendes Sachsen-Anhalt. Also insofern auch nicht einfach zutreffend, diese Situation arm gleich AfD und reich gleich nicht. Das ist hier dann Mecklenburg-Vorpommern. Auch mit 20,8% können Sie sehen, ja, die AfD zweitstärkste Partei nach der SPD. Und dann schließlich in Berlin, auch wiederum die beiden großen Parteien, sogenannte Volksparteien, verloren, AfD vertreten. Das sind jetzt mal die Ergebnisse zur AfD, um das ein bisschen für Sie zu sensibilisieren. So und auf diese Art und Weise hat diese Partei, die ursprünglich entstanden war, aus Kritik an dem Euro, an der Politik des Euros, vor allem das Thema Flüchtlinge mit in den Mittelpunkt ihrer Argumentation gestellt und diese Erfolge verzeichnet diese Partei. Ich überspringe das jetzt einfach ein klein wenig, weil ich mit Ihnen noch das Thema, das sind nochmal gewisse Zahlen, die ich gerne kommentieren kann, Europa angehen möchte zum Abschluss und Sie darauf aufmerksam machen möchte, worum geht es in diesem Europa. Das scheint mir sehr wichtig zu sein für die Diskussion, wie geht es weiter mit Europa. 1993, das war schon angestoßen worden vor dem Fall der Mauer oder vor dem Zusammenbruch des kommunistischen Systems. Das ist im Grunde genommen schon eine Entwicklung, die ab 1987 auf europäischer Ebene, also im Rahmen der EU gelaufen ist oder EG gelaufen ist, damals besonders auch vorangetrieben von dem Franzosen Jacques Delors, nämlich die Vorstellung, welche Werte diese Union vor allem ausmachen sollen. Hier finden Sie sie vor, nicht? Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, bürgerliche Grundfreiheiten. Das war sozusagen das, was man 93, nun war mittlerweile der eiserne Vorhang gefallen, was man gesagt hat, das sollen unsere Grundwerte sein, unter denen wir gemeinsam Politik machen. Gleich in einer anderen Folie werden Sie das auch finden. Man spricht auch von einem Raum der Freiheit, der Rechtsstaatlichkeit und der Sicherheit. Ja? Rechtsstaatlichkeit und Sicherheit. Das ist dieser europäische Raum, von dem die Rede ist. Und das waren die sogenannten Kopenhagener Beitrittskriterien für die Osterweiterung damals. Wenn Sie das, was Sie vor 2 Jahren vorfinden können, auf europäischer Ebene mal betrachten, was man damals sich vorgenommen hat für dieses Europa bis 2019, Stärkung von Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit, eine bessere Verteidigung der Interessen der Bürgerinnen und Bürger der EU, eine ambitionierte Klima- und Energiepolitik, die Stärkung der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, das ist dieser besagte Raum, von dem ich eben sprach, und die Europäische Union als gestärkter globaler Akteur. Das war 2014 etwas, was man sich vornahm.
Und jetzt können Sie das mal, diese einzelnen Punkte darauf gerne abklopfen, wo wir heute stehen, 2 Jahre später. Was von dem noch an Bedeutung da ist und was man in dem Zusammenhang noch für wichtig erachtet und für weniger wichtig oder wie die Diskussionen im Moment tatsächlich laufen. Und da habe ich für Sie das einfach mal aus meiner Sicht heraus formuliert, weil ich denke, das sind die Fragen, die unter anderem anstehen. Die Flüchtlingspolitik, es gibt das Thema der nationalen Souveränität, ja, also zunehmend die Frage, will man sich von Europa, so lautet ja der Vorwurf, also von Brüssel etwas sagen lassen, welche Zuständigkeit haben die nationalen Staaten oder Parlamente? Es ist eine Diskussion über die europäischen Werte. Der ungarische Regierungschef bekennt sich ganz ausdrücklich zu einer Vorstellung von einer illiberalen Demokratie, also nicht mehr von einer liberalen Demokratie, was ganz gewisse Auswirkungen auf Rechtsstaatlichkeit, Pressefreiheit und so weiter haben wird. Oder nehmen Sie das Thema, was mittlerweile 2014 überhaupt noch nicht so da war in den Köpfen, Brexit. Ja? Und Brexit verbindet sich mit der Frage, Jennifer, jetzt heiße ich Sie alle vier, ja, der 4 Grundfreiheiten. Also nochmal, das bezieht sich vor allem auf die wirtschaftliche Entwicklung, den Binnenmarkt Europas, die Personenfreizügigkeit, die Dienstleistungsfreiheit, die Freiheit des Warenverkehrs und die Freiheit des Kapital- und Zahlungsverkehrs. Das ist das, was sich in dem Zusammenhang mit dem sogenannten europäischen Binnenmarkt verbinden soll. Und zum Stichwort Brexit lautet das ja eben die Frage, die Engländer sagen, also den freien Warenverkehr hätten wir ganz gerne und den freien Kapitalverkehr und so weiter auch weiter, aber den freien Verkehr der Personen, den wollen wir nicht mehr. Und da sagen ja die anderen Europäer bisher, zumindest sehr deutlich, nee, so nicht. Die Bundeskanzlerin hat gesagt, Rosinenpickereien macht sie nicht mit. Wollen wir mal sehen, was dabei rauskommt. Das habe ich auch zum Abschluss für Sie zusammengefasst. Wo liegen Kritikpunkte an diesem Europa? Vielfach die Vorstellung, es handle sich um ein Elitenprojekt. Das wurde gerade in der Diskussion über den Brexit, denke ich, ersichtlich. Also das heißt, dass da eine europäische Elite, die mobil ist und sonst was, für dieses Europa ist, aber unten an der Basis ist Europa eigentlich nie so richtig verankert gewesen. Dazu zählt eben die Kritik eine gewisse Bürgerferne. Das zeigte sich ja jetzt an den Diskussionen oder zeigt sich an den Diskussionen über die Handelsabkommen mit Kanada und mit den Vereinigten Staaten. In dem Zusammenhang das besagte Demokratiedefizit. Wer kann und darf eigentlich darüber mitreden und ab wann ist darüber informiert worden? Dann die sehr wichtige Frage der Identität. Das europäische Prinzip ist ja eigentlich das Subsidiaritätsprinzip. Also das Subsidiaritätsprinzip, ein altbekanntes, sagt, dass dort, wo die Entscheidungen am besten aufgehoben sind, nämlich eigentlich auf der kleinsten Ebene, dort man auch ansetzen soll. Und da, wo eine höhere Ebene angesagt ist, weil man auf der kleineren Ebene nicht mehr zurechtkommt, da muss dann das nächste Prinzip zugreifen und so weiter. Also sie bewegen sich von unten, ja, von der Kommune weiter hoch, regional, Nationalstaat, Brüssel. Das wäre das. Und das europäische Prinzip ist eigentlich, dass man sagt, wenn es geht, dann sollen die Leute unten entscheiden. Da, wo es nicht mehr geht, es gibt natürlich gewisse Sachen, da kann die Kommune nicht mehr entscheiden. Ja? Wenn sie sich über eine europäische gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik verständigen müssen, da kann keine Kommune entscheiden. Also insofern gibt es da unterschiedliche Zuständigkeiten. Das ist so die Frage nach Nationalstaat, Regionalisierung. Ich denke, Sie alle werden sicherlich bis zu einem Teil mitbekommen, dass es da, nehmen Sie, was in Spanien sich jetzt tut, ja? Katalonien oder in Italien, diese Diskussion, dass man sagt, los vom Nationalstaat und Regionalisierung. Es gibt ein bei uns viel diskutiertes Buch von einer Ulrike Guiro, die sagt, das mit den ganzen Nationalstaaten sollten wir aufgeben. Wir sollten mehr oder minder zu einem Europa der freien Republiken zurückkommen. Fast so etwas wie im Mittelalter die freien Stadtstaaten.
Ja? Und dann wird es sehr viel besser. Es schließt sich mir überhaupt nicht. Also wenn man anschließend 45 freie Republiken hätte, wie die wohl zurechtkommen sollen, wenn schon die 27 Länder sich so schwer tun, vermag ich nicht so ganz nachzuvollziehen. Was immer wieder gesagt wird, ist, dass es im Grunde genommen keine europäische Erzählung gibt. Gerade auch die jüngeren Leute oder Leute, die erst relativ spät mit diesem Europa in Verbindung gebracht werden können, also sprich meinetwegen die Osteuropäer oder Mittelosteuropäer, es gibt eigentlich gar keine gemeinsame europäische Meistererzählung. Die brauchen wir aber, um zu verstehen, was dieses Europa als Friedensprojekt bedeutet. Und dann gibt es natürlich die Diskussion, also diese drei Antworten sind dann sozusagen, das erste wäre ein Angebot zur Analyse und das zweite wäre ein Angebot, um zu sagen, in die Richtung hinein wird diskutiert und muss diskutiert werden, dass man jetzt auch zunehmend sagt, ja, wir müssen wieder dahin kommen, dass wir dieses Europa unterschiedlich diskutieren, also vielleicht doch unterschiedliche Geschwindigkeiten der Integration. Ja, also die Diskussion, die es schon mal gab über Kerneuropa und Randeuropa und so weiter, wer mit welcher Zukunft wohin trägt. Letzte Seite, das ist eine Äußerung des Staatsministers Michael Roth, vor kurzem gemacht, am 28.06. Und da weist er nochmal, und das finde ich deshalb so wichtig, darauf hin, dass Deutschland eine ganz besondere Verantwortung hat. Ne? Deutschland trägt nicht zuletzt wegen seiner wechselhaften Geschichte mit all ihren Höhen und Tiefen eine ganz besondere Verantwortung in und für Europa. Kein anderes Land in der EU hat so viele Nachbarn wie Deutschland. Kein Land hat so vom europäischen Einigungswerk profitiert. Kein Land ist aber auch so verwundbar wie Deutschland. Nicht nur unsere Geschichte, sondern auch unsere Verantwortung als größter und wirtschaftlich starker Mitgliedstaat verpflichten uns. Wir müssen uns ganz besonders anstrengen, dass Europa nicht zerfällt. Also die Argumentation bei ihm lautet, wir brauchen nicht weniger Europa, wenn wir die Krisen bewältigen wollen, sondern wir brauchen sogar mehr Europa. Und Deutschland hat da eine besondere Verantwortung. Und diese besondere Verantwortung, wie schwierig es damit ist, das sei mit einem letzten Beispiel für Sie verdeutlicht. Der ehemalige polnische Außenminister Sikorski, der hat mal gesagt, er fürchte sich nicht vor einem Deutschland, das keine Verantwortung übernimmt, sondern vor einem Deutschland, das Verantwortung übernimmt, sondern vor einem Deutschland, das keine Verantwortung übernimmt. Was heißen sollte, jetzt bin ich nochmal beim Weimarer Dreieck, Deutschland, Frankreich, Polen, was heißen sollte, Deutschland, so wie es die alte Bundesrepublik gemacht hat, gesagt, haben wir nichts mit zu tun. Ja? Wir zahlen gerne, aber ansonsten sind wir nicht gerne dabei. Die Zeiten sind vorbei. Ihr habt Verantwortung. Und zwar auch deshalb, weil ihr die Stärksten in Europa seid. Da könnt ihr euch drehen und wenden, wie ihr wollt. Aber wie schwierig solche Äußerungen sind, mögen Sie alleine nur daran kennen, dass damals in Polen die Partei, die jetzt die Regierung stellt in Polen, diesen Außenminister wegen dieser Äußerung vor das dortige höchste Gericht hat stellen wollen. Ja, also selbst das fand dort so dann sehr kritische Stimmen. So, jetzt ist es mit Dank verbunden und ein bisschen lang geworden, aber das ist eine Tour d'Horizon. So, Dankeschön. Applaus